Schön, dass du da bist. Mir ist heute Mittag wieder so ein Satz eingefallen, den ich mit dir teilen möchte, um dich dazu zu animieren und zu inspirieren, mal über das ein oder andere in deinem Leben nochmal nachzudenken, in deinem Alltag. Ob das wirklich alles so sein muss, wie es ist. Und zwar, das war mit so einer meiner ersten Mentoren. Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Das dürfte jetzt schon ja, 15 Jahre etwa zurückliegen. Der hat immer gerne gesagt, Leute, esst Kuhfladen. 1 Million Fliegen können sich nicht irren. Leute, esst Kuhfladen. 1 Million Fliegen können sich nicht irren. Und das ist natürlich metaphorisch gesprochen, weil damit wollte er mir wirklich dabei helfen, die Augen zu öffnen, drüber nachzudenken, so im Hinblick auf diesen ganzen Mainstream, wie alle sich verhalten oder die Masse sich verhält, wie so hypnotisiert durchs Leben zu laufen. Morgens, mitten in der Nacht, gefühlsmäßig, geht irgendwann der Wecker. Man steht wie hypnotisiert auf, geht ins Badezimmer, macht sich im wahrsten Sinne des Wortes fertig, um aus dem Haus zu gehen, um 8 Stunden irgendwo zu verbringen mit Dingen, die einem nicht wirklich am Herzen liegen, die einem nicht wirklich Freude bereiten, die einem Energie rauben, die man sich letzten Endes aber nichtsdestotrotz schön redet, weil es könnte einem ja noch schlechter gehen oder es gibt andere Menschen, die gar keine Stelle haben oder was auch immer, um viel Zeit einfach auch mit Menschen zu verbringen, die einem auch nicht am Herzen liegen und stattdessen eigentlich lieber mit der Familie, mit seinen Kindern, mit seinem Liebsten, mit seinem Mann Zeit verbringen möchte, um dann nachmittags irgendwann wieder heimzukommen, müde und geschafft zu sein, noch was zu essen, vielleicht noch ein bisschen Haushalt zu machen, noch Dinge zu erledigen, um dann irgendwann um 9 Uhr abends auf die Uhr zu gucken, boah, ich muss jetzt ins Bett gehen, weil morgen früh geht schon wieder der Wecker, sich dann aufs Wochenende zu freuen und dann freitagsmittags endlich zu denken, jetzt ist Wochenende. Und montags wieder zu denken, boah, morgen fängt schon wieder so eine neue Woche an. So ein mulmiges Gefühl, ich kenne das nur zu gut von mir noch früher. Um sich dann damit zu trösten, und der nächste Urlaub kommt ja bald. Und sich so von Urlaub zu hangeln. Und so letzten Endes die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre gelebt zu werden, auf die Rente hinzuarbeiten und dann zu denken, ja, wenn ich dann mal im Rente bin, dann, also auch immer zu denken, wenn dann. Und das ist ja so, was zur Zeit noch die Masse macht. Also ich bin überzeugt davon, dass in 10, vielleicht 20, vielleicht auch noch 30 Jahre der Arbeitsmarkt sich ganz, ganz radikal geändert hat, weil immer mehr Menschen in der Richtung einfach auch aufwachen und weil auch immer mehr Firmen erkennen, dass letzten Endes die Mitarbeiter zwar da sind, aber weil sie nicht mit vollem Herz dabei sind, natürlich auch viel unproduktiv einfach die Mitarbeiter bei der Sache sind. Entschuldigung. Und dass aufgrund dessen natürlich auch der Arbeitsmarkt sich radikal ändern wird, sowohl im Hinblick vom Arbeitgeber, dass er, also die klassischen Firmen, dass sie wirklich nur noch motivierte Mitarbeiter haben wollen, die wirklich gemeinsam an einem Firmenziel arbeiten. Das heißt natürlich, dass auch der Kopf von der Firma anders denken muss und darf in der Zukunft, aber auch der Mitarbeiter anders eben im Unternehmen ist, nämlich wie eine Art Freiberuflichkeit, eine freie Selbstständigkeit in Anlehnung an eine Firmenphilosophie, beziehungsweise dass immer mehr Menschen einfach überhaupt ihren Seelenplan leben, auf welche Art und Weise auch immer,
und da einfach den Mehrwert für andere, für Mutter Erde und für andere Menschen und was auch immer sein werden. Ich bin fest davon überzeugt, das dauert nicht mehr allzu lange, dann wird der Arbeitsmarkt sich in die Richtung einfach auch verändern, dass auch die Arbeitszeiten alles viel freier gestaltet ist. Und deshalb mit diesem prägnanten Satz, Leute, esst Kuhfladen, 1 Million Fliegen können sich nicht irren. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt, wie die Masse, der Mainstream sich verhält, sich auch unten halten lässt durch Unterhaltungssendungen, die 24 Stunden am Tag im Fernsehen laufen. Ich kenne noch so die Zeiten, da ging das Fernsehprogramm überhaupt erst mittags um 14 Uhr oder so los und es gab 3 Sender und das war's. Wir werden heute ja 24 Stunden am Tag beschallt vom Fernsehen, wenn wir es zulassen. 24 Stunden am Tag beschallt von Radio und sonstigen Medien. Und so schwimmen wir in einem Mainstream mit und glauben, dass es nicht anders geht. Deshalb möchte ich mich mit dieser Metapher, möchte ich dich mal so ein bisschen wachrütteln und mal darüber nachzudenken. Über all das, was du machst. Und es geht nicht darum, jetzt direkt eine Entscheidung zu treffen, etwas zu ändern. Der erste Punkt ist immer, es einem überhaupt mal bewusst zu machen. Stell mal bitte deine Tagesabläufe in Frage dahingehend, muss das so sein oder könnte es vielleicht auch anders gehen? Stell dir mal die Frage, könnte es vielleicht auch anders sein? Wie könnte es vielleicht auch anders sein? Fang mal bitte an, wieder zu träumen. Erlaube dir auch groß zu denken. Erlaube dir mal wieder groß zu denken und zu träumen. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mein Gegenüber dazu einlade, mal groß zu denken und zu träumen, wie würde dein Leben dann optimal ausschauen? Dass wir als Erwachsene uns viel zu wenig inzwischen auch erlauben, mal wieder groß zu denken und zu träumen. Deshalb erlaub es dir doch mal bitte. Erlaub es dir doch. Ich meine, du veränderst damit noch nicht viel, aber indem du es dir mal erlaubst, gräbst du wenigstens mal so ein bisschen wieder aus deinem Unterbewusstsein hervor und kommst dann doch ein bisschen mehr auf andere Ideen, wie es denn eben auch sein könnte. Und wenn du da so ein paar Inspirationen hast, wie es denn auch sein könnte, dann stell dir bitte mal im zweiten Schritt auch die Frage, wie könnte ich das auch erreichen? Wie könnte ich mehr von den Dingen machen, die mir wirklich Freude bereiten? Lass das mal zu. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du mit diesem Mainstream, nur weil alle in diese Richtung noch strömt, vielmehr ist die Masse noch in die Richtung unterwegs ist, dass ausgerechnet du auch zu diesen Fliegen gehören musst, um es nochmal darauf zurückzubringen. Ja? Verstehst du, was ich dir damit mit auf den Weg geben möchte? Du kannst auch eine von den wenigen anderen, inzwischen noch wenigen anderen Fliegen sein, die so in den Lüften unterwegs sind, wie sie es wirklich haben wollen. Um es einfach nochmal metaphorisch mit der Fliege zu vergleichen. Du musst auch nicht zu den Fliegen gehören, die immer so gegen eine Glasscheibe fliegen, nur weil sie denken, da muss es rausgehen. Dong, 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 dong. Immer wieder gegen die Glasscheibe. Dong, dong. Wo landen die Fliegen irgendwann? Auf der Fensterbank. Ist die Luft raus, ist die Energie raus. Anders metaphorisch gesprochen. Also erlaube dir, mal wieder groß zu träumen und deine jetzigen Tagesabläufe mal in Frage zu stellen. Erlaub dir das wenigstens mal im ersten Schritt, dir deine jetzigen Tagesabläufe in Frage zu stellen. Muss das wirklich so sein oder könnte das ein oder andere auch anders gehen? Wenn ja, wie könnte es anders gehen?
Und erlaube dir da mal diese Gedanken in der Richtung, wie es anders sein könnte, auch zuzulassen. Und sobald du merkst, dass dein Denker sagt, ja, geht doch nicht, weil, stell auch das einfach mal bitte in Frage. Stell's mal bitte in Frage. Du kannst das, du darfst es dir einfach nur mal erlauben. Okay? Dazu wollte ich dich jetzt einfach mal so ganz spontan hier ermutigen. Schick dir eine ganz liebe Umarmung. Bis ganz bald. Tschüss.